Ich grüße euch. Willkommen zu einer weiteren Folge Retro Panda quält sich. Dieses Mal wieder mit einem Zuschauerwunsch und zwar vom guten SNES Maniac. Der hat auch einen ganz wunderbaren Kanal rund um das Super Nintendo mit so kleinen Tests, so ähnlich wie ich mache. Ich habe ihn euch wie immer unten verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und vielleicht sogar ein Abo dalassen, wenn es euch gefällt. Er hat sich auf jeden Fall wieder ein oder mal wieder ein Superhelden-Spiel gewünscht. Ich habe schon gesehen, LGN hat es gepublished. Kenner wissen ja, dass LGN jetzt nicht unbedingt für Qualität bekannt ist, obwohl es natürlich nur der Publisher ist und die Spiele eingekauft hat, aber na gut, schauen wir mal auf jeden Fall. Also Musik ist natürlich so typisch, so Mitte 90er Hip-Hop mäßig, ne? Schauen wir mal. Oh, Factfiles, Passwort, also immerhin gibt es ein Passwortsystem, es ist doch gar nicht so verkehrt. So, also Options. Ja, gucken wir mal kurz in die Optionen rein, was es da so gibt. Okay, Backhand. Achso, wieso ist der Controller so auf der Seite abgebildet? Muss ich mal kurz. Also Punch, Claw, Claw, Kick, Jump, Backhand. Links. Ja, warum ist das da so auf dem. Muss man nicht verstehen, glaube ich. Hätte man auch normal. Aber. Dangerous, Furious. Nö, ich will eigentlich normal spielen. Aber fangen wir mal an. Aber, na okay, gut. Schauen wir mal. Das sind so Kleinigkeiten, finde ich, die immer nicht so geil sind. Und auch hier, dass man beim Menü auswählt, es ist zwar so ein bisschen Highlight da, dass man sieht, dass man es ausgewählt hat, aber nicht so wirklich. Starten wir das mal. So. Das X-Men-Hauptquartier von Wolverine, also da wohnt er. Also ich bin jetzt kein Superhelden-Fan, also ne, also echt nicht. Superhelden, ich weiß, dass es die gibt und was für Fähigkeiten die ungefähr haben, aber ich bin jetzt in dieser Lore nicht so weit drin. Also, einer hat einen Computer und also er will einen Computer haben anscheinend. Hä? Jetzt geht's los? Er will sich den Computer jetzt besorgen. Das ist die Story. Okay, lass mich raten. Das verletzt mich. Ja. Okay. Ich dachte, Wolverine ist so eine harte Sau irgendwie, ne? Also okay, ihr könnt hier treten. Oh. Da sehe ich schon ein Problem. Da geht aber immer einen Schritt vorwärts. Das könnte einen wahrscheinlich in die ein oder andere blöde Situation bringen. Okay, hier springen. Da ist V-Stark, hier ist mit Kralle und. Okay, Backhand ist nach hinten hauen wahrscheinlich. Wobei es eher nach so einem Tanzmove aussieht. Naja, ich gehe ja schon, komm. Oh, er kann rennen. Okay, so, springen wir hier hoch. Warum geht das nicht? Hallo? Ich bin doch eindeutig hoch genug. Okay, dann mit Anlauf. Zack. Ich war doch höher, da war kein Hindernis. Hier. So, Anlauf und. Ja. Was? Muss es kaputt kloppen hier. Komm. Okay, so einen tollen Sprung kann er. Jetzt ging's hoch. Fängt das schon mal gut an. Also optisch geht's eigentlich. Sieht's gar nicht so verkehrt aus. Okay, das zerbrutzelt mich jetzt ziemlich. Okay. Ja, ich gehe doch. Achso. Ach, das ist eine Tür. Muss ich mich schon kaputt hauen. Gut. Boah. Weltlangsamster Fahrstuhl. Wie spannend. Also richtig geil ist es nicht. Also richtig scheiße ist es, glaube ich, auch nicht. Okay, hier kommen die ersten Gegner. Zack, 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 zack. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Das ist auch wieder so typisch geil, ne? Guckt es euch mal an. Ah, er bewegt sich doch. Machen die Gegner überhaupt irgendwas? Aber es ist prima, dass man die so geil zum Backen kriegen kann. Komm. Also kann nicht in der Luft angreifen. So viel ist schon mal sicher.
Okay, immerhin haben sie das richtig gemacht. Dieser Wolfewiener steckt da, glaube ich, ziemlich viel immer ein, ne? Das macht er hier jetzt auch wirklich. Jetzt falle ich hier runter. Okay, jetzt habe ich mal ziemlich offen aufgebaut. Komme ich da hoch? Oh, jetzt haben wir dieses Sprungproblem. Ah, jetzt. Also ist natürlich jetzt kacke, dass man nicht hochspringen kann und hier irgendeine Attacke auswählen kann. Außer, was ist das denn? Okay, kann ich nur nicht mal treffen. Ich dachte, das wäre jetzt Gegner. Okay, ah, ich kann an Wände klettern anscheinend. Jetzt falle ich immer weiter runter. Das hier ist eine Plattform. Das habe ich jetzt aber auch nicht so erkannt. Okay, ist also teilweise auch noch schwer lesbar. Ja, sind die jetzt böse oder nicht, diese Maschinengewehr-Dinger da? Man kriegt auch so gar kein Trefferfeedback irgendwie hin, ne? Okay. Komme ich jetzt weiter? Gar nicht. Der Sprung ist auch so geil, ne? Ich könnte auch irgendwie so an Wänden klettern, ne? Ach, Left ist wahrscheinlich, dass ich 12 Gegner oder keine Ahnung was killen muss. Ah, oh, dieses Springen, ey, komm! Du springst doch hoch genug! Oh. Ja, scheiße! Wie komme ich jetzt weiter? Wie habe ich das jetzt gemacht? Komm. Okay. Da komme ich auch nicht weiter. Oh, dass man auch im Sprung nichts attackieren kann, ne? Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. So, komm her, komm her. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie herausfinden, wie ich hier rauskomme. Ach! Das war sogar als Gegner-Kill. Scheiße, wie soll ich da hochkommen? Also manchmal macht das so einen Supersprung. Aha, okay. Ich muss dann nach oben drücken und springen. Das scheint da so eine Art Supersprung zu machen. Oder er macht diese Vorwärtsrolle. Ist irgendwie ganz komisch. Oder doch nicht? Ah, ich muss nach unten und dann nach oben. Dass er so ausholt quasi. Ja, scheiße, wie soll ich... Ganz ehrlich, wie soll ich das denn da erwischen? Jawohl! Okay. Jetzt bin ich aber immer noch bei der Frage, wie komme ich hier raus? Das ist voll unintuitiv, irgendwie nach unten zu drücken, wenn man dann halt so einen Megasprung macht, ne? Also irgendwie konnte man sich doch hier an der Wand festkrallen, ne? Also man hätte auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, mehr aus dem Spiel machen können. Die Steuerung ist irgendwie, ich weiß nicht, das Spieldesign ist auch... Also gehört nicht zu den Glanzstunden, glaube ich, des Super Nintendos. Kann ich hier irgendwie den Fahrstuhl rufen? Hm. Oho, ich kann sogar graben. Also sie haben irgendwie viele verschiedene Möglichkeiten eingebaut, aber ich habe das Gefühl, die wenigsten braucht man. Ich habe keine Ahnung, wie man hier weiterkommt. Vielleicht nimmt das einen Rückhandschlag? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann hier nichts weitermachen, ne? Aber immerhin heilt er sich über die Zeit. Ich glaube, das ist relativ der Comic-Vorlage treu. Bin ich da gerade irgendwo gelandet? Oder sah es nur so aus?
Oder kann ich hier die Leiter hoch? Nee. Ja. Ich glaube, das war's für die Folge schon. Weil ich könnte jetzt so Schnitten machen und wieder von vorne anfangen, aber ganz ehrlich, das... habe ich keinen Bock drauf. Das Spiel scheint echt nicht gut zu sein. Es ist diesmal eine etwas kürzere Folge geworden und tut mir leid, dass ich hier jetzt festhänge. Bei der letzten Folge GTA bin ich ja auch festgehangen. Irgendwie scheint es irgendwie momentan die schlechte Steuerung zu sein, die mir immer den Gar ausmacht. Ich habe keine Ahnung. Also danke für den Wunsch auf jeden Fall, lieber SNES Maniac. Wie gesagt, den Kanal habe ich euch unten verlinkt. Falls ihr auch mal eine Idee oder einen Wunsch habt, einfach in die Kommentare rein. Ich versuche es zu beachten. Ansonsten vielen Dank, dass ihr diesmal reingeschaltet habt und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.